Hi, ich bin Bianca von elterngeld.de und im heutigen Video geht es ums Pucken. Eine Anleitung, Vor- und Nachteile. Babys in Tücher zu wickeln, also sie zu pucken, ist eine ganz alte Technik, die Kind und auch Eltern zu mehr Ruhe und besserem Schlaf verhelfen soll. Aber warum raten Kinderärzte in den letzten Jahren vom Pucken ab? Was sind die Risiken? Wo liegt die Gefahr? Und wenn ihr euch doch fürs Pucken entscheidet, wie funktioniert das richtig? All diese Fragen möchte ich im heutigen Video mit euch klären. Das Babypucken. Warum macht man das? Das Pucken ist, wie gesagt, eine sehr, sehr alte Technik. Grundsätzlich soll es dazu beitragen, das Baby in seinem Bewegungsfreiraum einzuschränken. Das heißt, es wird in ein Tuch gewickelt, sodass es Arme und Beine nicht mehr komplett frei bewegen kann. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, dass man damit versucht, den Mutterleib nachzuahmen. Denn aus dem Mutterleib ist das Baby ja diese wohlige Enge gewöhnt und konnte sich da auch nicht komplett frei bewegen. Und mit dem Pucken kann das Ganze sozusagen nachgestellt werden. Zum anderen wecken sich Säuglinge durch den Mororeflex häufig selbst auf. Dieser soll durch das Einwickeln der Arme eben unterbunden werden. Die Babys schlafen dann bestenfalls länger am Stück. Aber warum ist Pucken dann mittlerweile so umstritten? Warum raten Ärzte davon ab? Wobei doch Hebammen immer noch der Meinung sind, dass Pucken gut für euch und euer Baby sein kann. Falsches Pucken ist gefährlich. Bis vor wenigen Jahren wurde das Pucken auch von den meisten Kinderärzten noch empfohlen. Das hat sich allerdings geändert. Vor allem seit einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2016, aus der hervorging, dass das erhöhte Risiko des plötzlichen Kindstods mit dem Pucken in Verbindung gebracht werden kann. Es gibt einige Studien, die einfach herausgestellt haben, dass das Risiko bei falscher Anwendung größer ist als der Nutzen selbst. Da Eltern nicht automatisch die richtige Wickeltechnik und auch nicht den richtigen Zeitraum für das Pucken beigebracht bekommen, raten Kinderärzte erst einmal pauschal davon ab, um einfach die Risiken auszuschließen. Wenn ihr natürlich wisst, wie man richtig puckt und was zu beachten ist, dann ist das eine ganz andere Sache. Den Kinderärzten, die das Pucken ablehnen, stehen die Hebammen gegenüber, die meistens sich für das Pucken aussprechen. Und auch andere mit Säuglingen erfahrene Kräfte sind für das Pucken, da es wirklich eine sehr effektive Beruhigungsmethode sein kann, wenn sie richtig angewendet wird. Ein weiterer Punkt, der für das Pucken spricht, da muss man ein wenig weiterdenken. Wenn das Baby besser schläft und ruhiger ist, führt das natürlich auch dazu, dass die Eltern besser schlafen. Und das wiederum kann Depressionen vorbeugen und auch Depressionen geschuldete Kindesmisshandlungen durch gestresste Eltern. Denn das kann passieren, dass Eltern die Kontrolle verlieren, einfach aufgrund des enormen Schlafmangels. Sie sind so gestresst, dass sie dann im Affekt etwas tun, was sie normalerweise niemals tun würden. Von daher ist es natürlich super, wenn man Wege und Mittel findet, die dem Baby zum besseren Schlafen verhelfen, damit auch die Eltern mehr schlafen und weniger gestresst sind. Was ist mit einer Hüftdysplasie? Viele von euch haben wahrscheinlich schon davon gehört, es kann passieren, dass bei einer falschen Wickeltechnik das Risiko einer Hüftdysplasie steigt, das heißt einer Fehlstellung der Hüftgelenke. Aber auch diesem Risiko kann natürlich durch die richtige Wickeltechnik und Aufklärungsarbeit entgegengewirkt werden. Bitte nicht jedes Baby pucken. Natürlich müsst ihr genau hinsehen, ob euer Baby überhaupt der richtige Kandidat fürs Pucken ist, denn wenn sich euer Baby in dieser eingeengten Stellung überhaupt nicht wohlfühlt und dann erst recht quengelig und laut wird, dann ist das Pucken natürlich kontraproduktiv. Hebammen empfehlen lediglich, jene Babys zu pucken, die sehr unruhig und quengelig sind und nicht in den Schlaf finden, weil sie sich immer wieder selbst aufwecken. Da wäre nochmal der Mororeflex anzusprechen. Was das ganz genau ist, erfahrt ihr auf unserer Website elterngeld.de. Den Link packe ich euch hier unten in die Beschreibung, in die Infobox. Also diese Babys, die sich selber aufwecken und beruhigt werden durch das Pucken, das stellt ihr ja schnell fest, wenn ihr euer Baby puckt und die Anleitung richtig befolgt und sich euer Baby dadurch beruhigt, dann ist das Pucken natürlich gut. Wenn aber euer Baby an sich ruhig schläft und euch gar nicht großartig quengelig oder unruhig vorkommt, dann könnt ihr natürlich von vornherein auf das Pucken verzichten. Auch bei den sogenannten Schreibabys kann das Pucken wahre Wunder bewirken. Denn es simuliert, wie vorhin schon angesprochen, teilweise den Mutterleib. Das heißt, das Baby vor allem in den ersten Wochen
wo es ja dem Mutterleib gewöhnt war, die Enge und die Wärme und die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit. Eventuell vermisst es diese jetzt und durch das Pucken kann die nachgestellt werden. Also der Mutterleib kann dadurch simuliert werden und vielen Schreibabys hilft das, wieder ruhig zu werden und in den Schlaf zu finden. Natürlich ist es wichtig, dass ihr die Sicherheitstipps befolgt, um die Risiken auszuschließen. Dazu gleich mehr. Ob du dein Baby pucken möchtest oder nicht, ist natürlich gänzlich dir überlassen. Schau einfach, ob du dich damit wohlfühlst, ob du dich sicher fühlst mit der Wickeltechnik und natürlich auch, ob es überhaupt hilft, dein Baby zu beruhigen, denn sonst kannst du es generell erst einmal bleiben lassen. Wichtig ist, wie gesagt, dass du die Risiken kennst und dich damit auseinandersetzt. Welche das sind, das verrate ich dir jetzt. Zu den Risiken, die mit dem Pucken oder zumindest mit dem falschen Pucken in Verbindung gebracht werden, zählt allem voran der plötzliche Kindstod. Ich habe es eben schon mal erwähnt, eine Studie aus Amerika aus dem Jahr 2016 hat eine heftige Diskussion ausgelöst, bei der es darum ging, ob das Pucken wirklich in direktem Zusammenhang mit dem plötzlichen Kindstod steht. Weitere Risiken sind zum Beispiel das Überhitzen in zu warmen Räumen oder auch bei Fieber, wenn dann zusätzlich noch gepuckt wird. Eine eingeengte Atmung, eine wie eben schon angesprochene Hüftdysplasie, abgeklemmte Nerven, weniger Körperkontakt zwischen Mutter und Kind und eventuell auch ein abgeplatteter Hinterkopf durch die ständige Rückenlage. All diese Dinge erklären wir euch auf unserer Website nochmal ganz genau und im Detail. Schaut da also bitte gleich nochmal im Anschluss an dieses Video vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox hier gleich unter dem Video. Wenn du dich nun doch für das Pucken entscheidest oder es zumindest erst einmal ausprobieren möchtest und schauen möchtest, ob es deinem Baby gut tut, dann solltest du einige Dinge beachten. Eine Sache wäre zum Beispiel das richtige Tuch zum Pucken. Du solltest auf keinen Fall einfach irgendeine Decke für Erwachsene oder eine Vlies- oder Wolldecke verwenden, sondern ein spezielles Pucktuch, das natürlich auch atmungsaktiv ist. Die meisten Pucktücher sind quadratisch und sie sind so groß, dass man alle Enden gut feststecken kann. Die Rückenlage ist beim Pucken die einzige zulässige Lagerung. Denn wenn sich dein Kind irgendwie auf die Seite oder auf den Bauch drehen sollte, dann kann das zum Ersticken führen. Das ist natürlich auf jeden Fall zu beachten. Wenn du dein Kind puckst, darf es nur in Rückenlage liegen. Auch nicht auf der Seite, denn es kann ja doch mal passieren, dass es sich rumdreht und dann plötzlich auf dem Bauch liegt. Und da die Arme ja eingewickelt sind, kann es sich überhaupt nicht eigenständig hochdrücken. Und der Kopf würde dann schlimmstenfalls in der Decke oder im Kissen liegen und euer Kind würde keine Luft mehr bekommen. Sobald euer Kind alt genug ist, sich rumzurollen oder damit anfängt, solltet ihr das Pucken unbedingt unterlassen. Der nächste Punkt ist, dass die Hüfte und die Beine nicht zu eng eingewickelt werden dürfen. Die müssen flexibel bleiben, um eben eine Fehlstellung der Hüftgelenke zu verhindern. Versucht beim Pucken darauf zu achten, dass das Baby immer noch in der Lage ist, die Beine abzuspreizen und sich in der Hüfte ein wenig zu bewegen. Es darf da also nicht zu fest eingewickelt werden. Ich möchte nochmal speziell auf die Erstickungsgefahr eingehen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir empfehlen euch, euer Baby maximal 2 Monate lang zu pucken, also wirklich nur in den ersten Lebenswochen. Denn wenn sie dann doch in der Lage sind, sich zu drehen, dann kann natürlich Schlimmes passieren. Auch wenn sie erst mit 3 oder 4 Monaten anfangen, sich eigenständig rumzurollen. Das kann man aber vorher nie genau wissen. Und wenn es dann doch passiert, dann ist eben die Gefahr, dass euer Baby mit dem Kopf nach unten in seinem Bettchen liegt oder auf einem Kissen, auf einer Decke und einfach keine Luft mehr bekommt. Von daher bitte nur bis zum 2. Lebensmonat pucken. Ich habe eben schon mal die Größe des Pucktuches angesprochen. Das ist, wie gesagt, meistens quadratisch und es muss so groß sein, dass beim Wickeln alle Enden festgesteckt werden können. Denn auch lose Enden sind tabu. Schlimmstenfalls könnten die über dem Gesicht oder über der Nase des Babys liegen und dann auch zur Erstickung führen. Das heißt, achtet auf jeden Fall darauf, dass alle Enden des Pucktuches ordentlich festgesteckt sind. Des Weiteren ersetzt das Pucktuch den Schlafsack, wenn euer Baby normalerweise in einem Schlafsack schläft, denn sonst kann es zu einer Überhitzung kommen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das Pucktuch nicht warm genug ist, dann zieht euer Baby bitte unter dem Pucktuch einfach etwas Wärme an, also einfach eine Lage mehr, da es sonst wirklich dazu kommen kann, dass zwischen dem Pucktuch und dem Schlafsack viel zu viel Wärme entsteht und euer Baby überhitzt. Wie puckt man ein Baby denn nun richtig?
Es gibt nicht nur eine einzige wahre Variante, wie man ein Baby puckt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir möchten euch die ganz klassische Methode vorstellen. Auf unserer Website elterngeld.de findet ihr eine ganz genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euer Baby richtig puckt. Da sind auch Bilder mit dabei, da kann dann erst einmal nichts weiter schief laufen. Schaut da also gleich im Anschluss an das Video mal vorbei. Den Link findet ihr ebenfalls in der Infobox direkt hier unter diesem Video. Was ist nun das Fazit des Ganzen? Wie ihr gehört habt, gibt es viele Risiken und Gefahren, die das Pucken mit sich bringt. Aber wenn es richtig angewendet wird, dann empfehlen es Hebammen ganz klar, denn es kann helfen, euer Baby zu beruhigen und euch und eurem Baby einen besseren Schlaf zu garantieren. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass ihr all die Sicherheitshinweise beachtet und dass ihr euch über die Gefahren einfach im Klaren seid und dann die Risiken bestenfalls ausschließen könnt. Ob ihr puckt oder nicht, liegt ganz bei euch. Versucht es, probiert es einfach einmal aus, schaut, ob ihr euch damit wohlfühlt, ob es euer Baby wirklich beruhigt und dann könnt ihr eure Entscheidung treffen. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es hilfreich für euch war und ihr etwas über das Pucken dazu lernen konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Außerdem unterstützt ihr uns wirklich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von uns. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Bianca von elterngeld.de.